Hallo. Hi. Sandra und ich machen wieder ein Channeling. Und wir haben uns verbunden und es ist die Energie oder es ist Asta und Raziel. Oh, ja. Erzengel Raziel. Und wir schauen jetzt, was sie uns sagen möchte. Du kannst dich auch mit den Energien verbinden. Ich sehe Raziel, wie er wie den Weg, den Schleier öffnet, um die Verbindung zu Astar wie zu stabilisieren oder zu verknüpfen. Ich nehme Asta ganz stark wahr, so eine starke Energie, sehr präsent. Präsent. Und er sagt, ich habe mich hier mit euch verbunden, um über die Stärken und die Schwächen der jetzigen Zeit Informationen zu geben. Ich grüße dich, ich bin Asta und ich komme direkt aus einer anderen Sphäre. Ich bin hier mit den Menschen und mit den Lichtfeldern vereint. Ich schütze die Erde und das gesamte Feld. Ich schütze sie von energetischen Unstabilitäten. Ich sehe wie Einflüsse, die rein schießen oder fallen wollen. So von außen. Genau, ja. Und er hält sie ab und fern. Ich habe die Meisterschaft über das Zeitalter erkannt und ich weiß, dass die Veränderung auf Mutter Erde eine starke Rückläufigkeit mit sich bringt. Dies in Bezug zu den nachfolgenden Entstehungen. Es geht um die bewusste Anarchie der Weiterentwicklung, der Schöpfer, der in euch allen dienlich ist, wird sich wieder klarer und kraftvoller in jedem Menschen zeigen. Und es wird eine überaus kraftvolle Entstehung einer neuen Welt. Dies braucht noch eine gewisse Zeit oder einen gewissen Zeitraum, um sich ganz zu entfalten. Es geht jetzt aber in dieser Zeit um die Rückkehr der eigenen Stärke, die Rückkehr der eigenen Verantwortung und des eigenen, wie der Sinn oder der Blick auf das, was geschieht. Und durch den Fall der Hierarchien kommt das Einssein wieder auf die Erde zurück, wie es schon einst war. Der Mensch braucht jetzt diesen Raum, diese Zeit, um sich klar zu werden, dass er im Einzelnen die Stärke des Ganzen erfüllt. Nur in der Gemeinschaft, in der Gleichgestuftheit, in der Liebe erkennt ihr den größeren Wachstum des Ganzen und Einen. Ihr werdet eure eigenen Felder verknüpfen und so ein Netzwerk aus purer
Liebe in der neuen Welt erschaffen. Der Neid, der Zweifel, die Sorge und die Eifersucht aufeinander, die jetzt so stark und drängend und hinderlich ist, verfliegt, löst sich vollständig auf. So seid ihr nun aufgefordert, jeder einzelne von euch, in eurer eigenen Macht, in der Eigenverantwortung und in der Selbstannahme eures ganzen Wesens als Schöpfer dieser Erde zu sein. Nehmt euer Erbe jetzt an in euch und seid bereit und erkennt euch in diesem Annehmen des Erbes. Und die Zeit wird verkürzt von der Veränderung. Je mehr ihr in euch wirkt und im anderen sein Wirken achtet und erkennt, umso effizienter ist das gemeinsame Arbeiten. Alte Strukturen müssen jetzt brechen. Alles Antrainierte und Angelernte, was euch von der Schöpfung weggebracht hat, muss jetzt gelöst werden. Der Widerstand in jedem Menschen ist eine von selbst erschaffene Realität. Es ist wichtig, die Bilder, die du täglich immer wieder vor dir hast, oder die Geschichten, die dich immer wieder einengen, direkt im eigenen Leib, im eigenen Seelen, wie ein Speicher zu durchtrennen. Es ist eine zeitliche Kraft, die du besitzt, diese entscheidenden Erfahrungen, diese entscheidenden Momente, die dich immer wieder so herunterziehen, aus deinem Feld zu lösen. Es gibt verschiedene Wissensbereiche über diese astrale Kraft. Und ihr kommt immer mehr in Berührung mit diesen Energien, mit diesen bevorstehenden Kräften. Es ist ein eigenes Handeln, das ermöglicht, dich zu befreien, dieser alten Strukturen. Und jetzt möchte ich gemeinsam mit Erzengel Raziel diese Verknüpfung auflösen. Es ist ein Geschenk an die Menschen, dass wir jetzt von unserer Ebene, von unserem gemeinsamen Entwickeln zu dir bringen. Und dies ist eine einfache Art und Weise, wie du dich jetzt löst. Du kannst direkt mit deiner eigenen Entscheidung und eigenen Verantwortung diese Disziplin erlernen. Es geht um den eigenen Willen, die Stärke, die Kraft und das allumfassende Feld zu erschaffen. Ich, Astar, verbinde mich mit der Energie von Raziel, so wie er mit meiner Energie. Und der gemeinsame, verbundene Strahl fließt zu euch, zu jedem, der nun die Entscheidung getroffen hat, sich zu lösen von den alten Werten.
So hast du jetzt die Möglichkeit, dein inneres Ja abzugeben und den Strahl in dein Herz, in dein Feld jetzt fließen zu lassen und immer wieder in der Erinnerung zu holen, wenn du im Zweifel steckst. So fließen nun diese Energien zu dir, zu euch, auf die Erde. Und jeder, der empfangen möchte, ist dazu eingeladen, zu empfangen. Sämtliche Wertungen, Glaubensmuster, die dich jetzt noch davon abhalten, in dein ganzes Gefüge hineinfließen zu können, das heißt in all deine Ebenen Zugriff, bewussten Zugriff zu haben, werden nun sanft und zum höchsten Wohle eines jeden Einzelnen gelöst. Unsere Energien binden alte Wertungen, Verschwörungen und Eide an unseren Lichtstrahl und transformieren diese zu Sicherheit, zu Erlaubnis und zu Reichtum. So atme nun alles Überflüssige, was dich hindert, in dein ganzes Sein zu gelangen, jetzt und für immer aus. Und unsere Energien füllen die Räume in dir mit Vertrauen, mit Klarheit, mit Bewusstheit. Und der Raum in dir weitet sich über dein ganzes Sein. Die Denkmuster fallen wie Bruchstücke von Mauern aus deinem Guthaben und lassen die Strahlen und das Licht hineinfließen, eröffnen dir die Sicht über die feinstofflichen Schwingungen, über die Frequenzen, die schon immer waren, dir doch nicht bekannt waren. So fließen nun die Strahlen in jede Zelle, in jede Faser, in dein ganzes Sein, von Anfang der Zeit bis zum Ende der Zeit. Erlaubt es nun, sich in dir die Freiheit auszudehnen. Und bei jedem Einatmen durchströmt dich mehr und mehr deiner eigenen Lichtfrequenz und das Bewusstsein deines Selbst, deines höchsten Selbst, kommt immer mehr in dein Heute, in diese Inkarnation und strahlt so über dein Feld, in deine Familie, in deinen Reichtum, in dein ganzes Gut. Und jeder, der damit in Berührung kommt und bereit ist und den Funken in sich schon erkannt hat, darf davon zehren und mitnehmen, um erkenntnisreicher den neuen Weg auf dieser wunderbaren Erde in der Gemeinschaft der Herrlichkeit zu gehen. So bedanke ich mich für dein Vertrauen, auch Raziel begleitet dein Wesen und deine Art der Transformation aus höchstem Licht und bedankt sich. Wir bedanken uns für diese gemeinsame Sitzung, für das Ausdehnen dieser wundervollen Energie. Ich verneige mich und freue mich auf ein Wiedersehen. Das war ja mal ja, das ist schon kraftvoll. Das war kraftvoll. Okay. Hast du noch was beizufügen? Nein. Nein. Also ich habe ihn sehr, sehr stark und sehr klar. Also ich habe ihn beinahe körperlich wahrgenommen, ja. Als wäre er hier in der ganzen Form. Und es war so reich. Und mein Herz, das ist so. Ja. Ja. Jo, jetzt lassen wir das mal setzen und schauen, wie sich das anfühlt. Genau. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.